grüßt euch bei eichach.tv. Ja, es ist Samstag und ich stehe hier vor dem verwaisten Feuerwehrhäusl. Ja, wird es euch aus der Zeitung gelesen habt, hat der Stadtrat der Verlängerung nicht mehr zugestimmt, dass da drinnen die sozusagen die Marktstandal sind. Ja, schaut drum. Das Einzige, was noch daran erinnert, ist das Schüttel da hinter mir. Ja, und ansonsten ist das heute alles wieder drüben auf dem Stadtplatz. Ja, weil da soll es ja interessanter sein, da soll es besser sein, da soll das alles, da soll mehr Umsatz sein, etc. Ja, und da werden wir uns dann auch mal hinüberschauen und einmal mit den Standbesitzer reden. Vielleicht treffen wir ein bisschen eine Kundschaft drüben. Ah, es ist schon ein bisschen spät, es ist schon kurz vor 12 Uhr. Vielleicht ist noch ein bisschen was los. Und dann werden wir mit denen mal reden, wie sie die Situation sehen, ob es ein Für und Wider gibt mit dieser Entscheidung. Ja, da schauen wir jetzt dann einfach mal. Ja. Und ansonsten schauen wir, was mit dem Feuerwehrhäusl, mit dem Filetstück von Eichach ja, passiert. Jetzt sind wir da herum wieder am Stadtplatz. Da wird Leute wieder Hitzung sein mit ihren Karren und die Verkäufer und die Standelbetreiber. Und jetzt fragen wir die einfach einmal, was die da verhalten. Gut, ich gehe jetzt einmal weniger von mir aus, ob es mir als Verkäuferin gut tut, da wieder draußen zu sein. Aber ich schaue auf meine Ware. Jetzt sehen Sie, jetzt spitzelt die Sonne wieder da rum. Die scheint mir jetzt da auf meine Äpfel, auf mein Gemüse auf. Und dann ist das natürlich in einer Stunde, wenn die Sonne aufscheint, nicht mehr so schön. Oder wenn es saukalt ist, wie jetzt, wo sie mir Frosch gehabt hat, ist natürlich der Feldsalat, Paprika, die kriegen Frosch und sind dann auch nicht mehr so gut verkäuflich. Also mir hat es jetzt drüben besser gefallen. Mir als Verkäuferin für meine Ware. Okay, man sagt ja, das Geschäft war drüben nicht so gut gewesen wie früher da herum. Kannst du einem, stimmt das? Nein, also ich kann jetzt nur für meinen Stand sprechen und da stimmt das nicht. Was haltet ihr von der Entscheidung, gut oder schlecht? Also mir hat es in der Markthalle gut gefallen. Es war jetzt vom Umsatz her und von allem nicht so schlecht. Das heißt, man sagt ja, die Stimmen waren ja 7-5 gegen die Verlängerung. Einbußen, ja oder nein? Nein, ich habe keine Einbußen gehabt. Es ist gleichbleibend gewesen. Haben wir schnell eine Kundin hier. Eine Frage, was halten Sie oder was hältst du, sag jetzt einfach zu dir, von der Aktion, dass die jetzt wieder da herum sind und nicht mehr in der Markthalle? Also zum Parken finde ich es drüben in der Markthalle praktischer. Deswegen finde ich es eigentlich drüben ganz super. War es drüben besser gewesen? Drüben ist praktischer zum Parken, ja. Super, danke. Anita, darf man dich schnell fragen? Ja, ganz kurz zu der Entscheidung des Stadtrates, dass die Markthalle jetzt nicht verlängert wurde, sondern dass halt die Leute jetzt wieder da herum sind. Findest du das gut oder schlecht? Nee, das finde ich gut. Mhm. Du findest das gut? Ja, für mich ist halt. Was ist das Tolle für dich dran? Das ist ja schöner einfach von der Atmosphäre. War es drüben besser oder ist hier herum besser? Vom Geschäft her war es drüben besser. Hundertprozentig. Eine klare Aussage, ja, weil man hat ja. Man sagt ja in der Zeitung, man hätte Einbußen gehabt drüben und das Geschäft rückläuft. Moment, noch mal kurz. Die Zeitung ist geduldig und jeder kann seine Meinung sagen und dann passt es. Dann haben wir jetzt hier auch noch mal jemanden. Was war besser, drüben oder herüm? Da ist natürlich viel schöner, ist ein ganz anderes Flair. Ein Wochenmarkt gehört doch auf den Stadtplatz, oder? Es hätte Einbußen drum gegeben, darum hat man das nicht verlängert. Wahr oder nicht wahr? Also bei uns ist das Geschäft gerade am Freitag jede Woche schlechter geworden. Am Samstag ist es noch so gegangen, aber am Freitag ist es immer schlechter geworden. Also ihr seid eigentlich wieder froh, dass ihr da seid? Ich schon, weil ich bin auch ein draußen Mensch. Es geht hier um den Stadtplatz, um den Markt. Darf man euch da schnell was fragen dazu? Nicht? Aber ihr darf man schnell was fragen. Ein alter Eihacher. Ganz kurz. Der Stadtrat hat entschieden, dass drüben nicht mehr verlängert wird. Eine gute Entscheidung oder eine schlechte Entscheidung? Also, mir ist es lieber, wenn der da ist. Wenn der Markt da ist. Weil? Ja, weil da ist ja die Zeit noch mehr. Okay, danke. Schönes Wochenende. Ja, das war es dann ein bisschen vom Stadtplatz. Wir sind jetzt ein bisschen spät dran gewesen, weil natürlich Viertel nach 12 Uhr, der Bound ist schon zusammen. Gell? Aber es gibt doch unterschiedliche Meinungen dazu.
Die Standelbetreiber sagen, eher drüben war es vom Umsatz besser. Die anderen sagen gleich viel besser. Der Kunde sagt, da ist schöner. Ist natürlich auch klar, die Sonne scheint heute. Das ist der Vorteil. Ja, was da jetzt Leute sagen, wenn es regnet. Ja. Also, das war's dann hier live vom Stadtplatz Aichach. Macht's es gut. Bis zum nächsten Mal bei Aichach TV.